Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 7 Coronavirus-Fakten, die uns Mut machen sollten. Fakt Nummer 1. Mehr als die Hälfte der Infizierten ist wieder gesund. Mittlerweile sind weltweit rund 121.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In Deutschland gibt es nach derzeitigem Stand rund 1.629 Infizierte. Weltweit sind wir damit das am siebtstärksten betroffene Land. Aber mehr als 66.000 Infizierte, also deutlich über die Hälfte, sind schon wieder vollständig genesen. Für rund 4.300 Menschen endete die Infektion bisher tödlich. Umgerechnet sind also etwa 15 Mal mehr Menschen wieder ganz gesund geworden, als bisher am Coronavirus gestorben. Fakt Nummer 2. Nur noch wenige Neuinfektionen in China. Medizinische Mitarbeiter spannen eine chinesische Flagge zwischen Krankenbetten auf, nachdem sie geheilte Patienten aus dem provisorischen Krankenhaus Wuhan entlassen haben. Ein gutes Zeichen. China meldet bei Neuinfektionen nur noch sehr geringe Fallzahlen. Am Dienstag gab die Regierung nur 19 landesweit neu bestätigte Ansteckungsfälle seit dem Vortag bekannt. Die niedrigste Zahl von Neuinfektionen, seit die Bilanzen täglich veröffentlicht werden. 6 Wochen, nachdem die zentralchinesische Stadt Wuhan, die als Epizentrum des weltweiten Corona-Ausbruchs gilt, unter Quarantäne gestellt wurde, wurden diese Bestimmungen jetzt wieder gelockert. Der öffentliche Nahverkehr, die Konsumgüterindustrie und die medizinische Versorgung dürfen ihre Arbeit dort wieder aufnehmen, wie die Regierung mitteilte. Gesunde Menschen dürfen wieder reisen, die in Wuhan provisorisch eingerichteten Krankenhäuser wurden bereits geschlossen. Fakt Nummer 3. Verlauf und Symptome hierzulande meist sanft. In Deutschland ist die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, immer noch relativ gering. Kommt es dennoch zu einer Infektion, ist der Verlauf bei den meisten Patienten hierzulande recht mild und die Symptome mit einer normalen Erkältung oder einem grippalen Infekt zu vergleichen. Bei einigen Infizierten verläuft die Erkrankung völlig symptomfrei. Fakt Nummer 4. Deutschland ist gut vorbereitet. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gesundheitsgefahr für die deutsche Bevölkerung als mäßig ein. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist extrem gut und auch die Grippewellen werden jedes Jahr erfolgreich bewältigt. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn sind sowohl die Behörden als auch das deutsche Gesundheitssystem auf eine weitere Ausbreitung des Virus gut vorbereitet. Bislang sei man mit dem Coronavirus gut zurechtgekommen, so Spahn, mit einer Regierungserklärung. Fakt Nummer 5. Der beste Schutz vor dem Coronavirus ist simpel. Es gibt ein Mittel, das das Virus zuverlässig zerstört und das sicher jeder im Haus hat. Einfaches Spüli. Denn das lässt die Fettmembran, aus der die Hülle des Coronavirus besteht, platzen. Natürlich sind auch Desinfektionsmittel wichtig, um den Haushalt generell sauber zu halten und damit möglichst viele Risiken auszuschließen. Aber Desinfektionsmittel helfen eben nur gegen Bakterien und Corona ist ein Virus. Und noch immer gilt, wir haben es selbst in der Hand, die Ausbreitung des Viruses so gering wie möglich zu halten, indem wir uns im Alltag achtsam verhalten. Der beste Schutz vor dem Coronavirus ist und bleibt eine gute Hygiene. Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände. Weil das Virus über Tröpfchen übertragen wird, sollten Sie außerdem nur in die Armbeuge niesen, husten und ausreichend Abstand zu Kranken halten. Vermeiden Sie es auch, sich und anderen ins Gesicht zu fassen. Fakt Nummer 6. 100-jähriger Infizierter hat Coronavirus überstanden. Eine Corona-Infektion kann für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen besonders gefährlich werden. Diese Nachricht macht allerdings Mut. Chinesische Behörden haben vermeldet, dass ein 100-jähriger das Krankenhaus nach überstandener Infektion wieder verlassen konnte. Laut der staatlich-chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua ist der Mann damit der älteste Corona-Überlebende bisher. Der Mann sei mit Medikamenten behandelt worden, die einst zur Bekämpfung von Ebola eingesetzt wurden, so hieß es. Dabei litt der Patient unter mehreren Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Bluthochdruck. Zunächst war sein Zustand kritisch, trotzdem wurde er nach knapp 2 Wochen als geheilt eingestuft. Fakt Nummer 7. Fußballfans spenden an Krankenhäuser. In der weltweiten Corona-Krise
zeigen sich auch die Gesten der Menschlichkeit, die Hoffnung machen. Das zeigt unter anderem die Geschichte aus dem besonders stark betroffenen Italien. Wegen des Virus wurde entschieden, dass die Europapokalspiele der italienischen Clubs AS Rom und Atalanta Bergamo ohne Zuschauer stattfinden werden. Die Fans wurden für ihre Tickets entschädigt und haben dann beschlossen, das Geld an Krankenhäuser zu spenden, in denen Corona-Patienten behandelt werden. Anhänger von Atalanta Bergamo haben bei Facebook angekündigt, 40.000 Euro an das Krankenhaus ihrer Stadt zu überweisen. Fans des AS Rom wollen ihre Spenden laut Nachrichtenportal dem Krankenhaus ihrer Stadt zukommen lassen. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem aktuellen Verlauf des Coronaviruses haltet und wie ihr euch schützt oder wie ihr die Situation einschätzt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.